Herzlich willkommen zu dem ersten Einstieg in das Thema Netzwerkprogrammierung. Wir befassen uns jetzt in den nächsten paar Videos mit den Grundlagen der Socket-Programmierung und der Netzwerkprotokolle im Allgemeinen. Also wir gucken uns TCP und UDP nochmal genauer an und die Sachen werden wir mit Java programmieren. So, also stellen wir uns Folgendes vor: Sie sitzen daheim wahrscheinlich an Ihrem Laptop und oder an Ihrem Desktop-PC und gucken dieses Video oder Sie hocken auf dem Sofa mit dem Smartphone, gucken dieses Video oder wenn Sie so einen Most Advanced Fernseher haben, vielleicht gucken Sie dieses Video auch da. All die Geräte, die Sie zu Hause haben, sind ja entweder mit einem festen Kabel übers Ethernet oder wahlweise über Funk, sprich über WLAN, mit Ihrem Router verbunden. Das heißt also, irgendwo im Keller oder in Ihrem Büro haben Sie einen Router von der Telekom, von Vodafone, der Deutschen Glasfaser oder einem anderen Internetprovider. Und das Ding baut eine Funk, meistens ja inzwischen eine Funkverbindung zu Ihrem Gerät auf. Ja, das ist das sogenannte WLAN. So, das ist sozusagen lokal bei Ihnen zu Hause. Und Sie sind einer von diesen Rechnern. Wenn Sie jetzt dieses Video schauen oder einen anderen Dienst von der Fachhochschule Rosenheim verwenden, dann müssen Sie ja damit übers Internet gehen. Das heißt, irgendwie muss eine Verbindung aufgebaut werden, also ab Ihrem Router zu Hause hin zu irgendeinem Server im Internet. Und auf der anderen Seite sitzt vielleicht der Learning Campus oder die TH Rosenheim.de. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist halt, wie kommen wir von Ihrem Fernseher von mir aus über eine Verbindung übers WLAN hin zu unserem WWW-Server und wieder zurück. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir heute einen guten Job gemacht. Und da ist aber noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, bis wir das alles besprochen haben. So, das kennen Sie vielleicht schon aus der, oder Sie müssen es kennen aus der Rechnernetzvorlesung, sonst haben Sie da gepennt. Das ist das ISO-OSI-Schichtmodell. Das ist also eine Art Strukturmodell, um einfach die Elemente, die es in Rechnernetzen gibt, einfach logisch einordnen zu können und grob deren Funktionsumfang beschreiben zu können. Und um diesem Thema eine gewisse Struktur zu verleihen. Deswegen hat man sich so ein Schichtmodell ausgedacht. Dieses Modell ist ein bisschen neuer wie das Internetprotokoll. Deswegen passen die Internetprotokollthemen und die Schichtenthemen hier nicht so 100% zusammen. Das macht aber nichts. Also, wenn wir jetzt mal auf Ihren Computer schauen, werden wir ja da mehrere Hardware-Elemente finden, die für Netzwerkkommunikation zuständig sind. Also Ihr Laptop hat mit relativ hoher Sicherheit noch eine Ethernet-Karte eingebaut. Das heißt, irgendwo geht vielleicht sogar ein Kabel in Ihren Laptop rein oder in Ihren Desktop-PC mit, also ein klassisches Twisted-Pair-Kabel. Zeige Ihnen mal eins. Also so ein Kabel haben Sie hier. Also das ist so das klassische Ethernet-Kabel. Das haben Sie zur Verfügung. Also da ist eine Hardware da. Sie haben eventuell einen Funkempfänger drin. Also Desktop-PC meistens nicht. Ihr Laptop hat mit Sicherheit einen. Und alle anderen Geräte in Ihrem Haushalt, inklusive Smart Home, werden wahrscheinlich auch über das WLAN miteinander kommunizieren, weil es am einfachsten ist. Also da ist eine Hardware da. Diese Hardware stellt die Kommunikation über eine gewisse physikalische, über ein physikalisches Medium her. Also Ihr Ethernet-Kabel, Ihr Ethernet-Anschluss an Ihrem Laptop geht wahrscheinlich ein Kupferkabel rein. Vielleicht haben Sie auch eine Glasfaserkarte in Ihrem Rechner, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ihr WLAN-Adapter kommuniziert über einen Funk, also über eine Funkstrecke, über 2,4 Gigahertz oder über 5 Gigahertz normalerweise, je nachdem, welchen WLAN-Standards Sie gerade implementiert haben. Also haben Sie hier unten eine Physik. Eventuell haben Sie dann ab Ihrem DSL-Modem geht es dann vielleicht mit einem Kupferkabel tatsächlich weiter zur Deutschen Telekom oder zu einem anderen Internetprovider. Also da gibt es so Vermeldekästen in Ihrer Straße, wo dann das Kupferkabel vielleicht hingeht. Vielleicht haben Sie einen Glasfaseranschluss zu Hause, dann geht es halt über die Glasfaser weiter. Oder Sie haben einen Kabelnetzanschluss, zum Beispiel von der Comro, dann geht es über das deutsche Kabelnetz weiter. Auch das ist im Prinzip, ich glaube, geschirmtes Kupferkabel. Oder Sie funken tatsächlich, wenn Sie zum Beispiel so einen LTE-Funk-Router haben. Auch das ist sehr, sehr weit verbreitet inzwischen.
Also technisch, physikalisch haben sich ja unterschiedliche Medien zur Verfügung, über die sie kommunizieren. Dann eine Schicht oben drüber, die regelt sozusagen, wie sie auf dieses physikalische Medium zugreifen können. Sprich, beim Ethernet haben sie zum Beispiel ein Kupferkabel und wenn jetzt alle Verbindungspartner gleichzeitig auf dem Kupferkabel rumfunken, versteht ja keiner mehr was, also muss man diesen Zugriff regeln. Bei dem Kupferkabel hat man es inzwischen sehr gut im Griff, weil man einfach einen Sternverteiler einbaut, einen Switch, also dass jeder sein, so quasi ein eigenes Kupferkabel hat. Das war früher noch eine Art Ringverteiler. Und beim WLAN ist es aber tatsächlich so, die Leute, da brauchen sie irgendein Zugriffsprotokoll auf die Luft, denn also wenn alle gleichzeitig funken, passiert ja auch Chaos. Also haben sie da so eine Zugriffskontrolle. Und in diesen Schichten ist es auch so, dass jedes Gerät bereits eine eigene physikalische Adresse hat, über die man das Gerät eindeutig weltweit identifizieren kann. Das ist die sogenannte MAC-Adresse, Media Access Control Adresse. Das schauen wir uns gleich in Software nochmal an, was das bedeutet. Also Ethernet-Karte hat eine MAC-Adresse, WLAN-Adapter hat auch eine MAC-Adresse. Auf den Grundschichten Ethernet und WLAN sitzt eine Schicht noch, die sozusagen Verbindungen lokal ermöglicht. Das heißt, ohne die darüberliegenden Schichten zu berücksichtigen, könnte man bereits jetzt zwischen Maschinen in ihrem lokalen Netzwerk kommunizieren. Also das heißt, ohne ein Internet überhaupt zur Verfügung zu haben, könnten Sie jetzt Laptops oder Smartphones miteinander reden lassen. Also das ist bereits möglich, das geht schon übers Ethernet, noch da haben die Geräte schon physikalische Adressen. Wenn Sie aus Ihrem Heimnetz raus wollen, brauchen Sie eine Schicht, die über dieser sozusagen lokalen Schicht drüber liegt und es ermöglicht, dass Ihr Rechner, der lokal ist, mit einem entfernten Rechner kommuniziert. Also das heißt, für die Kommunikation sind dann mehrere Zwischenrechner erforderlich. Hier unten bei den Sachen hatten Sie mehr oder weniger noch eine direkte Verbindung zwischen den Maschinen. Und mit der Schicht oben drüber haben Sie keine direkte Verbindung mehr, sondern es kann sein, dass die beiden Rechner sehr, sehr weit auseinander liegen im Netzwerk, wie zum Beispiel Ihr Laptop und der Learning Campus Server in Rosenheim. Und da ist jetzt seit Anfang Mitte der 70er Jahre das IP-Protokoll etabliert. Das gibt es in verschiedenen Ausbaustufen. Gerade wird noch sehr viel das Internetprotokoll Version 4 verwendet. Man steigt jetzt stufenweise auf das Internetprotokoll 6 um. Das 5er-Protokoll war, glaube ich, nur experimentell. Jedenfalls habe ich das nie gesehen. Und dieses IP-Protokoll ermöglicht es Ihnen jetzt zwischen zwei Rechnern, die auf verschiedenen Maschinen, also die in verschiedenen Teilnetzwerken sind, miteinander zu reden. Denn wenn wir von unserer lokalen Maschine auf den Learning Campus wollen, müssen wir halt durchs Internet durch und dafür brauchen wir das IP-Protokoll. Wie gesagt, lokal hätte noch Ethernet oder WLAN gereicht. Das schauen wir uns jetzt mal im Code an, was das heißt. So, ich habe Ihnen hier eine Klasse vorbereitet, um erste einfache Experimente mit der Netzwerkschnittstelle von Java zu machen. Java bietet eine zentrale Klasse an, iNetAddress. Und iNetAddress, wenn Sie sich das angeschaut haben, kommt aus dem Package java.net. Das gibt es in Java, seitdem es Java gibt. Und da sind erstmal alle grundlegenden Klassen zusammengefasst, die man in der Netzwerkkommunikation braucht. Also iNetAddress. Und was ich jetzt mache, jetzt versuche ich mal die Internetadresse, die IP-Adresse von diesem Laptop herauszukriegen. iNetAddress me ist gleich iNetAddress. Und der bietet mir hier schon, IntelliJ ist da sehr intelligent, bietet mir hier schon eine Methode an getLocalhost. Das ist jetzt genau das, genau diese Maschine, der LocalHost. Und jetzt kann ich sozusagen Informationen über me ausgeben, sout, machen wir das mal ganz kurz, me. Und jetzt kann ich nämlich hier den fragen, was ist denn dein Hostname? Also wie heißt dieser Laptop hier, auf dem ich das Video aufnehme? Und was kann ich noch fragen? Ich kann den, das war ja das, was mich eigentlich interessierte, Get Address ist was anderes. So. Das war's schon. Jetzt können wir schon mal erfragen, welche IP-Adresse die Maschine hat. Jetzt unterringelt er noch das getLocalhost. Der sagt unhandled exception java net unknown host exception. Das heißt, das müssen wir noch kurz abfangen. Ctrl Alt T und wir machen einen einfachen Try-Catch drumherum, falls irgendwas schief geht, dass wir dann eine bessere Exception kriegen. So, jetzt führen wir das Programm mal aus und gucken mal, wie der Rechner hier heißt. Was Sie sehen hier ist die Ausgabe,
Also hier hat das Gradle seinen Job beendet. Also die Maschine hier, auf der ich jetzt arbeite, heißt LTB 12.103 und die IP-Adresse in meinem Heimnetzwerk ist 192.168.178.23. Ist zumindest eine IP-Adresse von mehreren von dieser Maschine, mit der ich hier arbeite. Sie sehen an dieser Zahlenkolonne unten, das ist eine alte IPv4-Adresse. Das kann man schon mal erkennen. Das sehen Sie, wie Sie schon wissen, an dieser Zahlenkolonne, also vier Zahlen. Die IPv4-Adresse hat 32 Bit und normalerweise werden diese 32 Bit auf insgesamt 4 Byte verteilt und die werden immer durch Punkte getrennt. Und dann habe ich hier sozusagen Zahlen zwischen 0 und 255 jeweils durch Punkte getrennt. Und dann, das ist eine alte IPv4-Adresse. Vielleicht kann man sich hier schon mal eine Kleinigkeit klar machen. Wenn Sie das auf Ihrer Maschine ausführen, haben Sie wahrscheinlich auch eine Zahl, sowas wie 192.168 davor. Das ist ja ein komischer Zufall. Vielleicht haben Sie auch eine Zahl, gerade wenn Sie in Amerika unterwegs sind, 10 Punkt irgendwas. Oder denkbar ist auch 172 Punkt, Leon 176 Punkt, 16 Punkt irgendwas. Das sind sogenannte private IP-Adressen. Das heißt, diese IP-Adresse hier, 192 irgendwas, gilt nur in meinem Netz hier zu Hause oder bei Ihnen zu Hause. Die Adresse ist nicht im Internet sichtbar, die ist nicht aufgelöst. Die Maschine hier hat eine andere tatsächliche IP-Adresse, die dargestellt wird über meinen Router. Das ist das Network Address Translation Protokoll. Das bringe ich vielleicht gleich noch mal ganz kurz, was da wirkt. Aber wie gesagt, diese IP-Adresse hier gilt lokal. Und damit haben wir schon mal was über meinen Rechner herausgefunden. So, jetzt will ich aber mit dem Server der Hochschule kommunizieren. Das heißt, vielleicht finden wir da noch mal raus, was dessen IP-Adresse ist. INET-Address Rosenheim, TH natürlich, wir sind eine technische Hochschule. INET-Address Punkt. Jetzt fragen wir, da ich ja die IP-Adresse gerade rauskriegen will, frage ich jetzt einfach mal, kennst du einen Server? Und dann nehmen wir jetzt mal www.th-rosenheim.de und fragen da auch wieder geben da auch wieder die beiden Informationen aus, die ich hier oben hatte. Also nochmal den Host nehmen, das wird jetzt keine Überraschung sein, das wird ja www.th-rosenheim sein und th get host address, das ist ja das die IP-Adresse, die uns interessiert. Und jetzt starten wir das Programm nochmal neu. Wenn mein Rechner im Internet hängt, was er gerade tut, dann haben wir jetzt hier beide Kommunikationspartner, die miteinander reden sollen, drin. Ich habe meinen Laptop mit 192.168 und wir haben den Webserver von der Fachhochschule Rosenheim 141.60.160 und so weiter. Die Adresse hier ist jetzt eine echte IP-Adresse, also das heißt nicht privat, sondern öffentlich zugreifbar. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die im Rechenzentrum in der Zeit, als die IP-Adressen verteilt wurden, hatten wir einen Rechenzentrumsleiter, vielleicht war es der Roland Feindler, der sehr oft zack war, und der hat uns einen großen Namensraum gesichert. Also 141.60 gehörte mal uns oder gehört uns sogar immer noch komplett, was jetzt bedeutet, dass wir diese beiden Adressen dahinter nutzen können. So, und was wir jetzt hier für ein Problem haben, ist Folgendes. Wenn Sie sich ausrechnen, wie viel Hosts Sie mit 32 Bit darstellen können, dann sind Sie bei 4 Milliarden am Ende. Wenn Sie dann zweitens überschlagen, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie allein Ihren Haushalt mal durchschauen, mit Sicherheit 10 bis 20 Geräte zusammenkratzen, die alle irgendwie in ihrem WLAN hängen und vielleicht eine IP-Adresse brauchen würden, kann man sich leicht ausmalen, dass es wahrscheinlich keine IP-Adressen auf diesem Planeten mehr gibt. Also alle 4 Milliarden sind schon weg. Und das ist jetzt eine gewisse Erklärung dafür, dass ich hier so eine private Adresse habe. Das heißt, durch einen gewissen Trick hat jetzt nur mein Router eine echte IP-Adresse und der verteilt diese ganzen Zillionen Geräte, die zu Hause sind, die kriegen halt alle eine private Adresse und der Router löst es auf mit diesem Network Address Translation Protokoll. So, jetzt habe ich das Programm von gerade noch ein wenig erweitert. Ich hatte ja schon mehrfach erwähnt,
dass dieser Laptop hier verschiedenste IP-Adressen hat. Alleine mindestens hier mal zwei, logischerweise. Es gibt einen WLAN-Adapter und wenn der gleichzeitig mit dem Ethernet-Adapter läuft, muss ich eigentlich zwei IP-Adressen mindestens haben. Und dadurch, dass auf dieser Maschine noch ein Hyper-V installiert ist, gibt es noch logische Internetadapter und noch jede Menge mehr Zeugs. Also das heißt, dieser Rechner hat also mehr als eine IP-Adresse. Das würde ich Ihnen gerne mit dem Programm hier sichtbar machen. Zweitens würde ich Ihnen gerne noch ein, zwei Beispiele für IPv6-Adressen zeigen. Die hat der Rechner hier nämlich auch. Ich habe ein Programm geschrieben, das also gegenüber dem vorherigen eigentlich nur um drei Zeilen sich unterscheidet. Ich habe jetzt hier ein Net-Address, den kann man auch fragen, gib mir bitte alle IP-Adressen mit dem Namen und dann nehme ich einfach mein Hostname, also diesen Laptop, und iteriere hier unten über dieses Array. Und dann schauen wir uns mal an, was der uns liefert an Host-Addresses von dieser Maschine. Achtung, wie gesagt, es läuft nur auf diesem Laptop. Ich habe hier sonst keine weitere Hardware am Start. So, die untere Ausgabe www.throsenheim.de, das kommt ja von den Zeilen hier unten, dass er sich die TH holt. Also das ignorieren wir mal und spulen dann hoch. Und alles, was Sie da oben sehen, also ab LTB12103, das kommt von diesen Codezeilen hier. Also das heißt, das meiste ist hier Ausgabe von den Host Addresses. Und Sie sehen, allein dieser Laptop hat als Hauptadresse, das ist quasi das, was in meinem LAN, in meinem Ethernet dranhängt, ist die Adresse 192.168 und so weiter. Dann habe ich meinen WLAN-Adapter gleichzeitig laufen, der ist witzigerweise bei einem anderen Telekom-Provider, weil ich gerade zwischen Telekom und Deutscher Glasfaser wechsle. Also das heißt, das hier ist eine lokale IP-Adresse, die der WLAN-Adapter hat. Da mein Hyper-V läuft, ist das hier noch eine lokale Adresse von virtuellen Adapter. Das heißt, also das Ding läuft nur hier auf der Maschine, hat offenbar eine IP-Adresse zugewiesen gekriegt. Und hier unten drunter, was ich hier so hochspule, das sind jetzt jede Menge IPv6-Adressen. Eine IPv6-Adresse erkennen Sie an relativ vielen Doppelpunkten, die Sie sehen. Insgesamt ist in Hex-Darstellung, also sehen es ja hier FE80 und so weiter, muss eine Hexzahl sein, sind Adressen mit 128 Bit dargestellt. Hier oben, das hier sind noch 32-Bit-Adressen, da kann ich also mit 4 Byte arbeiten. Hier unten drunter sind 128 Bit. Deswegen ist die Zahlenkolonne auch sozusagen viermal so groß wie die obere. Damit können Sie weit mehr als 4 Milliarden Geräte adressieren, also praktisch jeden Sandkorn auf der Erde. Ich habe jetzt also die Zahlen nicht im Kopf, aber wie gesagt, Sie haben 2 hoch 128 Möglichkeiten, was zu adressieren. Also das reicht erstmal für die nächste Zeit. Der Preis dafür ist halt eine sehr, sehr sperrige Adresse. Vielleicht kann man ganz kurz mal anschauen, wir haben jetzt hier sozusagen zwei Sorten von IPv6-Adressen. Wir haben hier erstmal lokalgültige, die erkennen Sie immer diesem FE80 vorneweg. Das sind sozusagen logische Adressen des Netzwerkadapters. Davon haben wir also, da müsste so eine Adresse sein, vielleicht die obere hier, die Ethernet-Karte identifiziert. Und hier ist noch eine zweite drin, die vielleicht den WLAN-Adapter identifiziert. Was die dritte macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber also die haben eine physikalische Adresse, unter denen ich, also für gewisse Auflösungsprotokolle auch im lokalen Netz, kann ich die lokal adressieren. Die sind im Internet nicht sichtbar. Im Internet sichtbar sind die Adressen, die hier mit diesem 2a oder 2.0 anfangen. Das sind tatsächlich global gültige Internetadressen. Theoretisch müssten Sie von Ihrer Maschine zu Hause mit der Adresse tatsächlich diesen Rechner adressieren können. Ich sage, da es so viele verschiedene IPv6-Adressen gibt, braucht man jetzt also nicht mehr den Umweg über dieses über dieses Übersetzungsprotokoll zu gehen. Also da können Sie quasi jedem Sandkorn, wie gesagt, eine eindeutige IPv6-Adresse geben. Also diese 2.0a und 2.0.3 sind sozusagen global gültige IPv6-Adressen und die Erklärung, warum ich jetzt hier zwei große Bereiche habe, also 2a und 2.0, liegt daran, wie gesagt, das eine ist von der Deutschen Glasfaser, das andere von der Deutschen Telekom. So, ich glaube, Details zu IPv6 haben Sie wahrscheinlich in Rechnernetze gemacht. Also bevor ich mich jetzt da auf Glatteis begebe, verweise ich einfach geschickterweise auf die andere Vorlesung. Also wie gesagt, Sie haben beides gesehen, beides können Sie mit Java anprogrammieren und damit ist eigentlich meine Vorlesung an der Stelle beendet. Vielen Dank fürs Zusehen. Weiter geht's dann mit Sockets im nächsten Video. Vielen Dank.